soll, an diesem Novalis-Text zu definieren, dann ist das ja vielleicht nicht verkehrt, wenn man erstmal mit einem Bild aus der Romantik anfängt. Und zwar fangen wir an mit dem Bild von Caspar David Friedrich, Kreidefelsen auf Rügen. Bekanntes Bild kennen Sie alle. So, um das zu interpretieren, jetzt ist Folgendes, es gibt einen, ja, in den 70er Jahren bekannten Kunsthistoriker, der hieß Helmut Bösch zu Pahn, war glaube ich Professor in Regensburg, Kunsthistoriker. Er war als der große Caspar David Friedrich Experte verschrieben, also jetzt nicht böse. Und dieser Helmut Bösch zu Pahn, der hatte so eine kleine Manier des Interpretierens, sage ich mal. Der hat in allen Blättern von Caspar David Friedrich da immer eine relativ eindeutige christliche Aussage versucht. Im weitesten Sinne hineinzubringen. Und der war damit immer nicht so ganz gelitten. Also der musste sich auch die ein oder anderen Anfechtungen. So, und der macht jetzt natürlich auch Folgendes, ja, hier dieses Bild, Kreidefelsen auf drüben, da haben wir drei starke Pagefiguren, eine rotgewandete Frauengestalt, dann eine blaugewandete Männergestalt, die sich da so in den Abgrund hinunterbeugt, und eine grüngewandete Männergestalt. Ja, und das sagte Helmut Bosch zu Pahn, das ist also ganz eindeutig ein Link dafür. Caspar David Friedrich will also Glaube, Hoffnung und Liebe darstellen. Nur ist auch okay so. Kann er ja sagen. So, jetzt ist es so, es gibt einen anderen Kunsthistoriker, da hat man bei Dumont Verlag, kennen vielleicht einige von Ihnen, gibt es diese kleine Kunsttaschenbuchreihe. Hat er ein umfängliches Wändchen zu Caspar David Friedrich veröffentlicht. Ja, und der sagt, und dann wird es eigentlich so ein bisschen interessanter, der sagt, das ist ein Verlobungs- oder Vermählungsbild. Auf dem Bild sind dargestellt rechts Caspar David Friedrich als Bräutigam oder gebackener Ehemann, links seine Frau Caroline und in der Mitte, wo man da ein sehr harmonisches Verhältnis pflegte, sein Bruder Christian. So, also wenn das ein Vermählungsbild ist, dann kommen wir natürlich vielleicht aus unserer Perspektive heraus in so kleine Schwierigkeiten und Nöte. Wohl bei uns ist das ja eigentlich so, Vermählungsbild, wenn sie heiraten oder geheiratet haben, da wird in der heutigen Zeit ein Fotograf gestellt und er geht dann mit ihnen irgendwo in einen kleinen Park, wo eine nette Banke ist und da setzen sie sich dann Händchen in Händchen mit ihrem frisch gebackenen Ehegemahl oder Eheweib auf die Bank. Da wird vielleicht auch ein bisschen Duzi-Duzi gemacht. Das ist ein Hochzeitsbild. Ja, jetzt ist das ja so, also wenn das der Ehemann ist, Caspar David Friedrich, und die Frau, seine Gattin Caroline, also von Händchen halten kann da ja wohl nicht die Rede sein. Vermählungsbild. Jetzt ist das nun erstmal so, auf einer etwas trivialen Ebene scheint sich das einzulösen, denn wenn Sie sich die äußere Zone des Bildes, die ist ja maßgeblich gebildet hier durch diese leicht begrünte Vordergrundzone und durch diese Baumpartie und diese sich etwas differenzierende Verästelung. Damit ist ja im Grunde so eine Art Rahmensituation geschaffen. Und wenn Sie sich das auf den ersten Blick angucken, dann sehen Sie hier unten, ist jetzt ein bisschen bei dem Licht schlechter zu erkennen, dass das in so eine kleine Spitze ausläuft. Also wenn wir das jetzt so ein bisschen mehr volkskundlich, sagen wir mal, betrachten täten, da haben wir doch da eindeutig so eine Assoziation
Naja, das ist so wie so Lebkuchenherz, das war so auf der Kirmes erschießen oder hier in Bayern sagt man ja Schützenfest. So also ein Lebkuchenherz. Kennen Sie alle. Ich liebe dich oder was da auch immer drauf. Jetzt ist der Kaspar David Friedrich natürlich ein großer Künstler. Also so trivial will der uns das natürlich nicht vermitteln. Und jetzt schauen wir uns dieses Bild nochmal an. Und dann werden wir ja einfach im Grunde genommen hier auch von unten in das Bild einsteigen, sage ich mal, werden wir ja immer wieder hier über diese Baumpartien in diesem Bild herumgeführt. Und diese Baumpartien eröffnen ja jetzt auch einen Blick auf eine Mittelzone, das sind diese knochig anmutenden Kreidefelsen, die natürlich durch den Kaspar David Friedrich nicht authentisch dargestellt worden sind, sondern entsprechend stilisiert. Die wollen wir jetzt aber nicht unbedingt in die Interpretation hineinnehmen. Und dann haben wir ja hier diese Fernlandschaft, wenn ich das so sagen darf, oder dieses Seestück. Und wenn wir jetzt also einmal mehr uns wieder hier auf diese Vordergrundzone einlassen und umkreisen das mit unseren Blicken, dann kommen wir nämlich, wenn wir das wegen mir ein oder zwei oder dreimal gemacht haben, findet nämlich plötzlich eine kleine Wandlung als Irritation statt. Wir stoßen nämlich plötzlich auf diese Gestik von dieser Frau. Und wenn Sie sich die Gestik dieser Frau, also diese Armhaltung anschauen, dann lässt sich nämlich diese Gestik fortführen über den Rücken dieses kauernden Mannes und die läuft weiter hinein hier in den Oberarm von dieser stehenden männlichen Gestalt. Das heißt, wenn wir uns das in Ruhe kontemplieren, zwei-, dreimal angucken, dann haben wir hier jetzt kein Herzchen mehr mit einer extrem differenzierten Bebaumung. Wir haben hier auch oben fast so ähnlich wie bei so einem Lebkuchenherzchen so ein Zusammenfließen der Äste, die dieses Lebkuchenherzchen nochmal unterstreichen täten. Sondern über diese Gestik dieser Frau, über den Rücken dieses kauernden Mannes und über die Oberarmpartie des stehenden Mannes, den wir jetzt als Kaspar David Friedrich bestimmt haben, wird uns nämlich der Vordergrund zum Kreis. Und was macht der Kreis? Der Kreis fängt maßgeblich dieses Seestück an. Dieses Seestück hat ja auf der einen Seite durchaus so ein Aspekt Luft- und Lichtperspektive, das Seestück, das sich in der Unendlichkeit verliert. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen in die Fläche hineingekippt. Also da ist ja auch so ein bisschen so eine Ambivalenz der Raumsituation. Und wenn wir einfach sagen, dieses Seestück oder dieser Ausblick auf dieses Stück Meer, wäre ja dann wohl die Ostsee, ist aber jetzt nicht so wichtig. Das ist einfach die Metapher des Unendlichen, des Göttlichen. So was passiert jetzt mit dieser Metapher des Unendlichen, des Göttlichen? Das wirkt jetzt wieder zurück auf diesen umrahmenden Kreis. Das heißt, wir kommen sozusagen in das Unendliche hineingleitend im nächsten Betrachtungsschritt über die Kreisformation dieser Bäume wieder hinein in diese Figurengestalten, die hier durch die Gesten vermittelt sind zum Kreis oder zum Kreisbogen. Was heißt es jetzt, die Frau und der Mann in Liebe brauchen sich nicht in permanenten Duzi-Duzi und Händchen halten zu begreifen, wenn ich das mal so lax sagen darf, sondern deren Liebe ist im Unendlichen, im Göttlichen gegründet. Selbst wenn die mal drei Meter auseinander stehen, sind die für sich da und nah.
Kann es mal damit drehen, ich will im Grunde genommen andeuten, diese Liebe ist eine in Gott im Unendlichen verbunden.